Du bist Händler bei Amazon oder eBay und möchtest vielleicht jetzt deine Artikel auch international anbieten? In diesem Video zeige ich dir, welche Methoden es gibt, europaweit oder sogar weltweit deine Artikel zu listen. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wie immer zeige ich das Ganze an meinem Notebook. Lasst uns loslegen. Wie angekündigt, soll es heute um den Auslandsverkauf gehen. Und ja, wie komme ich überhaupt auf das Video? Und zwar hat mich ein Zuschauer gefragt, mach doch mal bitte ein Video, wie man Artikel auch über die Marktplätze im Ausland anbieten kann. Und wenn du das Video gerade schaust, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Anregung. Und für alle anderen soll das auch ein Appell sein, nicht zu zögern, gerne unten in die Kommentare zu schreiben, welche Videos ihr denn sehen möchtet, was euch in eurem Geschäft, in eurem Handeln weiterhelfen kann und damit auch anderen weiterhelfen kann, aber auch mir. So, Auslandsverkauf. Auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es kommt immer auf den Artikel an, den du verkaufst. Wenn du bestimmte Artikel verkaufst, die in Deutschland vielleicht nicht so gut gehen, dann ist es vielleicht durchaus denkbar, dass diese im Ausland viel besser verkauft werden. Deshalb sollte man Auslandsverkauf definitiv nicht außer Achtung lassen und das Ganze zumindest einmal ausprobieren. Und heute soll es wie gesagt darum gehen, ich zeige dir ein paar Methoden, wie du das machen kannst. Wir werden uns das Ganze einmal für den Marktplatz eBay genau anschauen. Für Amazon werde ich dazu ein weitergehendes Video machen. Aber das Tool, was ich euch dafür vorstellen werde, ist sowohl für den Marktplatz Amazon als auch für eBay anwendbar. Zuerst einmal gibt es ja verschiedene Methoden, wie man den Auslandsverkauf starten kann. Und zwar bietet eBay ja das Ganze schon mal selbst an. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das werde ich hier oben einblenden in der Infocard. Das kannst du dir anschauen. Und zwar legt man den Auslandsverkauf bei eBay standardmäßig schon in den Angeboten fest. Ja? Die Versandbedingungen legst du da fest und kannst bestimmen, in welche Länder du versenden möchtest. Wir gucken uns das Ganze einmal eben noch kurz an, damit das Ganze nochmal klar und deutlich wird, in welcher Position du das Ganze einstellen kannst. Und zwar ist das hier unten bei den Versandmethoden, haben wir hier schon offen. Und zwar kann man aussuchen, ob man das Ganze pauschal gleiche Kosten für alle Käufer auswählt und man kann sagen, kein internationaler Versand. Jedoch kannst du sagen, internationaler Versand ja. Und dann legst du fest, in welche Länder. Versand nach steht hier. Du kannst weltweit aussuchen, was ich in erster Linie nicht machen würde, sondern Standort auswählen. Und bei Standort auswählen bekommst du diese Maske, wo du verschiedene Länder oder auch Kontinente aussuchen kannst, in die du versenden möchtest. Für den Anfang, für den Anfänger würde ich definitiv nicht raten, nach Amerika oder Australien und sowieso zu verschicken, sondern sich hier auf den europäischen Raum zu begrenzen. Denn europaweit ist das Ganze sehr, sehr einfach zu verschicken und dauert auch in der Regel nicht zu lange. Höchstens habe ich die Erfahrung gemacht, eine Woche und dann ist der Artikel bei dem Kunden. Sowohl kommt es aber auch auf die Versandkosten an, die der Kunde zahlen muss. Wenn man jetzt weltweit anbieten würde, dann würden die Versandkosten meistens den Artikelpreis sprengen, so dass es sich gar nicht lohnt, gewisse Artikel ins Ausland zu verschicken. Spezielle Artikel kann es durchaus Sinn machen, aber nicht für den Standardartikel, ja. Und da ist es wirklich lohnenswert, das Ganze einmal europaweit anzubieten. Du kannst hier, wie gesagt, Länder aussuchen, in die du versenden möchtest. Und da würde ich einfach das hier vorschlagen, dass man solche Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, Österreich sowieso und Belgien, das ist meine Länder, in die ich anbiete und habe da durchaus gute Erfahrungen schon gemacht. Da gibt es definitiv einige Käufer, die da das Ganze kaufen. Dann legst du hier noch die Versandart fest und die Versandkosten. Also für den Auslandsversand europaweit würde ich definitiv mit 12 € Versandkosten angeben. Es kommt darauf an, welchen Vertrag du bei DHL oder dem anderen Versanddienstleister hast.
Jedoch fallen definitiv ein bisschen mehr Versandkosten an, als deutschlandweit zu verschicken. Und das würde ich dem Kunden definitiv hier auch in Rechnung stellen. So, und dann kannst du hier zusätzliche Lieferorte aussuchen. Du kannst auch Lieferorte aussuchen bzw. Lieferorte ausschließen. Und da würde ich einige Länder definitiv ausschließen, wie zum Beispiel habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Slowakei. Also Slowakei habe ich bislang ein paar Artikel verkauft und 50% davon wurden vom Käufer dann behauptet, dass der Artikel bzw. dass die Verpackung leer ankam. Da würde ich echt aufpassen, solche Länder, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber da wird schon sehr viel Betrug gemacht und da muss man dann schauen. Aber so europaweit, diese Nachbarländer, da ist es definitiv legitim und sehr, sehr seriös, dahin zu verkaufen. So, nun ist es so, wenn du das hier durch eBay anbietest, dann verkaufst du ja die Artikel über den Marktplatz eBay.de. Genauso auch bei Amazon, wenn du deine Artikel im Ausland anbietest, dann verkaufst du auch über die Seite amazon.de. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man auf dem jeweiligen Marktplatz des Landes anbietet. Ja, da muss man nämlich unterscheiden. Es gibt eBay.de und da können Käufer aus dem Ausland kaufen und wenn du den Versand dahin anbietest, dann können die deinen Artikel auch bestellen und liefern lassen. Jetzt ist es so, dass jeder Marktplatz auch in dem jeweiligen Land vertreten ist. Das heißt zum Beispiel bei eBay gibt es eBay Spanien, eBay Frankreich, eBay Italien und so weiter. Und um das zu realisieren, gibt es gewisse Tools, da gibt es definitiv einige auf dem Markt. Ich selbst nutze Webinterpret. Und Webinterpret ist ein Kooperationspartner, der mit Amazon und eBay zusammenarbeitet. Bei eBay zeige ich dir gleich sogar, dass es möglich ist, wenn man sich ein Shop-Abonnement abschließt, dass man da auch in dem Tarif Top Shop das Ganze inklusive hat. Wir schauen uns das mal eben an. Und zwar gehst du auf Kontoeinstellungen und Verkäuferkonto. Wir hätten das da auch schon anklicken können, aber Abonnements und hier hast du halt die Möglichkeit, einen Shop zu wählen. Ich empfehle ihn ja jedem, der anfängt, auch die Basic-Version. Jedoch ist bei der bei dem Top-Tarif von den Shops das inklusive. Und zwar sehen wir das hier: Unterstützung beim internationalen Handel durch Webinterpret. Ja, das heißt, hier ist es schon inklusive, da listet Webinterpret deine Artikel auf dem jeweiligen Marktplatz. Was ist nun der Vorteil vom Webinterpret? Und zwar macht Webinterpret es so, dass es auf die jeweiligen Marktplätze von den Ländern, dass deine Artikel listet, 1 zu 1. Und der Vorteil ist, die Texte sowie auch Artikelbezeichnung und Titel sind 1 zu 1 auf der jeweiligen Ländersprache übersetzt. Das heißt, für den Käufer ist es gar nicht sofort ersichtlich, woher wird denn der Artikel geliefert. Erst wenn er nachher in den Versandbedingungen schaut, dass es aus dem Ausland kommt. Aber in erster Linie sieht er den Artikel, als wenn es auf seinem Marktplatz angeboten wird. Denn es wird auch in seiner Sprache alles ausgegeben. Was ein sehr großer Vorteil ist und was natürlich auch Vertrauen für den Käufer schafft. Und hier gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze auch zu testen. Man kann das Ganze ganz schnell anbinden, wenn man sich hier mit seinen Login-Daten für eBay oder Amazon einloggt und bindet das Ganze an. Das gucken wir uns gleich eben an. Zuerst einmal zu den Tarifen. Es gibt die Testphase, wo wir das Ganze einmal testen können. Also wir sehen hier international für eBay werden 6 Plattformen angesteuert. Bei Amazon sind es immer 4 in allen Tarifen. Bei eBay geht es sogar bis zu 12 Marktplätze weltweit anzusteuern. Ja. In der Testphase ist es so, dass man 50% der potenziellen Angebote gelistet bekommt, jedoch zahlt man dafür wirklich gar nichts erstmal. Wenn man das Ganze dann ernst meint und man sagt, es funktioniert gut, ich möchte auch alle meine Artikel auf den internationalen Seiten anbieten, dann ist es so, dass man hier den mittleren Tarif wählen kann. Und zwar zahlt man dann 5% zusätzlich Verkaufsprovision. Ja, die Vermittlungsprovision, die nimmt sich dann Webinterpret plus
99 Cent pro verkauften Artikel bzw. pro eingestellten Artikel. Und das Ganze funktioniert hier auch für Amazon genauso, jedoch ist hier für Amazon nur 30 Tage kostenlos und danach endet das Ganze. Für eBay habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Testphase, wie gesagt, dauerhaft läuft, jedoch nur 50% deiner Artikel angeboten werden. Und es ist so, du kannst nicht selbst aussuchen, welche Artikel angeboten werden, sondern Webinterpret analysiert das Ganze selbst und sucht die potenziellen Angebote von dir aus, die vielleicht meistens gut laufen, und listet diese auf verschiedenen Marktplätzen. Und wie gesagt, alles übersetzt in der Ländersprache für den Marktplatz. So, wenn wir uns dann hier anmelden möchten, dann klicken wir einfach auf Anmeldung und können hier auswählen, welchen Marktplatz wir denn ansteuern wollen. Dann klicken wir auf eBay, Login with eBay, und hier gibst du dann einfach nur deine User-Daten ein von deinem Händler-Account von eBay und dann bist du schon eingeloggt. So weit, so gut. Ja, so viel zum Auslandverkauf. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und man kann da definitiv seinen Umsatz steigern. Wenn du spezielle Produkte anbietest, die im Ausland noch besser laufen, dann wirst du definitiv hier einen Umsatzschwung nach oben haben. Ich hoffe, dieses Video war für dich hilfreich. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Alle weiteren Informationen verlinke ich wie immer unten in der Beschreibung und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Abonniere auch gerne diesen Kanal, wenn du weiterhin solche Videos sehen möchtest. Aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video.